Ja, hallo meine lieben PES-Freunde, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einem weiteren Meisterliga-Video, wie ihr es ja auch im Thumbnail gesehen habt. Es ist heute Meisterliga-Zeit. Im letzten Stream habe ich ja nur ein bisschen Meisterliga gebracht, deswegen als Entschädigung hier mal ein Meisterliga-Video. Ihr wollt ja wissen, wie es mit Everton und Chris Cross weitergegangen ist. Ich will heute mit euch sozusagen im Live-Kommentar in die Meisterliga nochmal starten in einem Video. Ne? Viele haben sich's gewünscht, viele haben in die Kommentare geschrieben, dass sie enttäuscht waren, dass kein Meisterliga-Stream gekommen ist. Deswegen gehe ich heute mit euch hier live sozusagen rein, Leute, und wir gucken mal, ja, gegen wen wir heute spielen müssen, was mein Team so macht und so weiter. Deswegen, wir gehen mal rein. So, Leute. Ja, hier ist unser Loder. Fanzustrom, Everton voll im Trend. Mega, Alter. Neuzugang hier. Centurion übertrifft Erwartungen. Er hat auf jeden Fall getroffen, das letzte Spiel, glaube ich. So, und dann gehen wir mal unter Nachrichten, Leute. Habe ich eben schon mal einmal kurz geguckt. Wir haben hier jetzt endlich den Pickford. Können wir endlich als Kapitän wählen. Das ist nice, Leute. Richtig geil. Wir haben diese Fähigkeit gelernt. Und dann können wir gleich auch nochmal gucken, welche Fähigkeit wir als nächstes wem geben wollen. Verhandlung mit Keen. Da auch. Die Verhandlungen mit M. Keen über eine Vertragsverlängerung kommen gut voran. Jetzt fehlt nur noch ihre Unterschrift. Das ist nice. Er ist mit ihrem System einverstanden und hat keinerlei Vorbehalte unserer Verein gegenüber. Außerdem hat er fast allen unseren Bedingungen zugestimmt. Ja, nice. Dann gucken wir doch mal nach. So, ja. Mein Teaminfo, Teamrollenliste. Also, das sind einfach diese Rollen, ne, die man einem wahrscheinlich auch zuteilen kann. Davon habe ich noch nicht so die Ahnung. Könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare hauen, was das mit diesen Teamrollen auf sich hat. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, Leute. Das könnt ihr auf jeden Fall noch mal in die Kommentare hauen. Das könnt ihr mir bei Gelegenheit echt mal erklären. So, was haben wir hier? Fähigkeitstraining. Also da haben wir auf jeden Fall jetzt diesen das Training, wo wir den Captain gewählt haben? Oder wie sieht's da aus? Köpfen können wir zum Beispiel wählen. Kein Spieler erfüllt die Anforderung. Ah, hier kann man gucken, was man nochmal. Oh, hier. Inge. Wohldosierter Pass kann man auch mal machen. Hier, hoher Abschlag, niedriger Abschlag. Mensch, hoher Abschlag, den brauchen wir nicht. Da will ich eigentlich einen anderen Abschlag haben. Hier, Kapitänsrang. Da haben wir ja den Pickford das beigebracht. Joker. Joker können wir auch nicht, stimmt. Kampfgeist, CDB. Ja. Weite Einwürfe. Nee. Rabona. Obwohl, ich bin ja so ein Dinge-Fan, ne? Mit dem habe ich den ein oder anderen Freischuss schon reingemacht, Leute. Können wir gar keine Fähigkeiten mehr lernen? Doch, hier, Bernard, Pablo. Iwobi, Innenpreller, Innendribbeldrehung, Überkreuzdrehung, Sombrero, Boykott Roulette, Nico. Ja, machen wir. Also den Elastico finde ich ganz geil. Da nehme ich den Boykott, den behalten wir ja auf jeden Fall noch ein bisschen länger im Team. Lassen wir. So. Gehen ins normale Training. Offensiver Torwart. Zieltes Training. Da will ich versuchen. Da kann man offensiver Torwart. Wir wollen einen offensiven Torwart haben, oder? Oh, Torwartfähigkeit wollen wir nochmal. Die anderen Sachen sind mir nicht so wichtig. Nur auf Torwartfähigkeit. Wenn das jetzt kacke war, Leute, sagt mir Bescheid. Aber ansonsten passt das, glaube ich, so erstmal. Das lassen wir so. Wie gesagt, ich brauche eure Hilfe. Jetzt seid ihr noch mehr gefordert, Leute, wenn ich irgendwas falsch mache, in die Kommentare zu hauen. Deswegen machen wir das Ganze hier. So, was habe ich denn an Guthaben eigentlich? Einnahmen durch Übertragungsrechte. Boah, 72 Millionen. Was? Jahresgehalt nochmal 58 abgezogen, oder was?
Das steht ja auch immer eigentlich oben drüber, ne? Oder wo habe ich eigentlich meine ganze Übersicht? Wo habe ich eigentlich meine Übersicht? Okay. Bericht. Hier, ne? Transferbudget 72 Millionen kann ich ordentlich natürlich einkaufen. Aber ich habe ein Gehaltsbudget von 1.584.000. Können Ihre Liste Lieblingsspieler 11 hinzufügen? Um die Liste zu bestätigen, spulen Sie einfach. Also, ich habe auf jeden Fall Mina als Lieblingsspieler. Dinje auf jeden. Sigurdsson finde ich nice. Richarlison, Dean. Schneiderlein. Iwobi, Benner. Olcott. Habe ich. Das sind erstmal meine Lieblingsspieler. Jetzt gehen wir mal vor, Leute. Also falls ich irgendwas übersprungen habe, irgendwas vergessen habe, haut es auf jeden Fall mal in die Kommentare rein. Wie gesagt, ich bin nicht der Meisterliga-Profi hier. So, zum nächsten Spiel. Wir sind Zweiter, Leute. Ne? Das Spiel müssen wir jetzt holen. Ich spiele auf Superstar. Und ich bin echt gespannt, was das jetzt wird. So, wir gucken mal in die Form rein. Oh, ja, haben wir noch keinen Rechtsverteidiger nochmal. Doch, RV haben wir noch den Coleman, das ist ja unser alter Captain. Jetzt können wir endlich hier unseren Kapitän, auch unseren Torwart auswählen. Der müsste ja, wenn ich jetzt richtig liege, diese Fähigkeit auch gelernt haben. Kapitänsrang! Ja, sicher! Nice! Oh, Keen hat gute Form, weil wir verlängert haben. Das wusste ich auch noch nicht, dass das dann so blinkt. Das ist ja nice gemacht. Auf jeden Fall der Torwart nicht, verstehe ich gar nicht. Warum bist du nicht zufrieden? Oh, Niasse, da ist ja auch ein Angebot, glaube ich, vorhanden gewesen, ne? Den Mittelstürmer auf jeden Fall noch mit. Davis lassen wir zu Hause. Harrington. OMF mit guter Form natürlich auch vielleicht einsetzbar. Einen zweiten Defensiv brauchen wir nicht. Boah, kann man nicht machen, ne? Aber Torhüter, Leute, Torhüter brauche ich natürlich. Wir müssen auf jeden Fall einen Torhüter irgendwo her. Wird es dann rechts? Dann werden wir das mal wechseln, damit er hier schön mit rechts mal abschließen kann. Ja. Eine gute Achse hier. Schon eine gute Raute, würde ich sagen, Leute. Ja. Ich stelle hier gar nichts ein. Deckungsarten. Er hat eine Manndeckung als. Ich glaube, hier muss man schon drauf achten. Solche Geschichten. Haben beide Manndeckung. Deswegen werden beide in Manndeckung genommen, Leute. Mache ich online nicht so oft sowas, aber ich denke, hier ist es nicht verkehrt und hier speichern wir auch. Geht's? Ja, erstes Meisterliga-Spiel mal wieder, Leute. Ich bin gespannt, wie es läuft. Extra für meine Meisterliga-Freunde dieses Video. Ich hoffe, euch gefällt's und ihr könnt mir mal sagen, ob ihr dieses Format öfter haben wollt, dass ich zwischendurch mal Meisterliga bringe. Aber jetzt gehen wir mit der Cam auch wieder nach oben, würde ich sagen, ist einfach besser beim Spiel, ne? So, Everton gegen Southampton, Leute. Ich bin echt gespannt, wie das jetzt läuft. Auf geht's. Komm, Junge. Delph mit dem Ball, ja, auf außen, schön auf Coleman, gerade in den Kader gestoßen. Jetzt schickt er in Linie und Centurion, was hast du heute drauf? Schöne Flanke vielleicht? Da ist der Ball, kommt er. Oh, passt auf Sigurdsson, Leute. Linie, vielleicht musst du ihm dann Herz nehmen. Ja, oh, das hat sich schon wieder nice angefühlt. Oh, dieses Offline-Game, I love it. Tut echt mal gut. Ganz entspannt mal die Meisterliga zu zocken, Leute. Coleman.
Einen schönen Ball auf der, vielleicht kommt ihn durch. Was macht Kina für Faxen? Boah, wie setzt er sich durch? Geiles Dribbling. Warum sind die defensiv? Dann schalten wir offensiv. Die spielen wohl echt auf den Unentschieden. So auf Konter und wollen so das Ding holen. Oh oh, oh Leute. Coleman, komm, du musst dran sein. Coleman, Junge. Nein. Oh, er schießt einen Außenpfosten. Ey, wie krass, Leute. Das lasse ich nochmal in der Wiederholung. Da haben wir mega Schwein gehabt. Oh, er schießt einen echt an Außenpfosten. Langes Ding auf Außen. Roman ist da. Gleich wieder anbieten. Schön in den Lauf. Sauber. Ah, der hilft. Dann komm, halt den weiter. Oh, Sigurdsson mit einem schwachen Abschluss, Leute. 13. Minute, immer noch 0-0. Was ist mit Everton los? Können wir das Ganze echt noch besser gestalten? Hier ist die Frage. Ja, mit Super Control. Vor den Mann versuchen zu kommen. Den hat den Ball. Ah, blöde Täuschung von mir. Ah, Sigurdsson arbeitet auch da hinten. Das ist ein Zehner, vorbildlich. Ja, wir lassen ihn nicht an den Ball kommen. Lassen ihn nicht an den Ball kommen. Jetzt, oder? Vielleicht muss ich eher schießen. Ich will ihn wieder reintragen, Leute. Fehler des Lebens, wie immer. Ihr kennt ihn aus dem MyClub-Modus. Wir müssen was machen, Leute. Wir müssen was machen. Wir müssen den Anschluss an die Spitze nicht verlieren. Okay. Gegner baut langsam auf. Wir gehen drauf. Wir müssen Druck machen. Oh, wie defensiv. Wie defensiv. Jetzt Druck. Oh. Das sage ich meinen Männern auch immer. Wenn sie wenn der Gegner mit dem Rücken zu unserem Tor steht, immer Druck machen. Oh, Kim, mach das Ding ein, Junge. Schade, Leute. Ah, das wäre es gewesen. Wir gucken uns die Chance nochmal an. Da schnell mit Außenriss gepasst und da Außerdrehung. Ah, nicht die beste. Nicht die beste Bewegung, sage ich mal, um zu schießen. Da steht ja auch falsch zum Tor. Egal, müssen weitermachen. Mann. Der sich gut eingefügt hat hier ins Team, muss ich sagen. Der Doppelpass. Irgendwie klappt es nicht durch die Mitte, Leute. Müssen wir was anderes versuchen. Wir müssen Freischuss rausholen, damit den hier den reinballern kann. Gegner steht gut, Gegner steht tief. Oh, dann laufe ich zu. Oh! Wie hält er den denn? Missverständnis. Ausnutzen. Noch nicht wahr sein. Jetzt, nein, er zeigt auch noch für die an. Oh, Leute, Leute, das ist hier Fußballkämpfen. Das ist hier kein Fußballspiel, das ist Fußballkämpfen. Nein, ehrlich. Ah, ich sag eben noch zum Lieblingsspieler gemacht. Ah, schönen Lauf. Sieger zu kommen, treibt es an. Wären die noch traumhaft mit dem Flugkopfball zum Torwart? Ich fass es nicht. Bitte, das wird wieder ein Krampf hier. Passt da doch dahin. Hol meinen Kopf. Körper rein, Körper rein. In hier, komm du. Du kannst es doch.
sich nicht durchsetzen. Elfmeter. Nein, er pfeift nicht. Echt. So ein defensives Gameplay vom CPU hier. In Southampton. Nicht erwartet. Da haben wir uns auf mehr Offensive eingestellt und dachten, wir können auch vielleicht mal einen Konter fahren. Ist nicht. André Gomes geht drauf, komm. 0-0 Everton gegen Southampton, Leute, zur Halbzeit. Mann. Da muss eigentlich mehr drin sein. 4-0 Torschüsse, ey. Da müssen wir echt weitermachen. Ian, du bist doch gut drauf. An wem liegt's? Müssen wir vielleicht noch offensiver werden? Müssen wir was in den Taktikeinstellungen ändern? Positionstreue, du bleibst nur in der Mitte, mein Freund. Machen Gegenpressing. Wir pressen den Gegner jetzt richtig in die eigene Hälfte. Machen wir so schon, aber muss doch mehr. Ich spiele immer noch mit einem. Oh. Hier ist echt viel Taktik. Auch gut, dass wir es so gemacht haben. Ist in jedem Spiel so defensiv? So kommt der Gegner in jedem Spiel so defensiv? Hinten so viele rumspielt und so? Gleich mal eine Flanke. Ja. Oh. Aber ey, umso reizvoller ist doch dieser Modus, fällt mir so auf. Das ist nicht mal eben so, Leute, gegen Superstar hier glänzen und Tore schießen. Junge, du bist schneller. Coleman. Coleman treibt den Ball an. Jetzt mit blöden Ballverlust. Mann. Dann den Ball für den Mann. Spielen sie wieder hinten rum. Gehen echt aufs Unschieden. Ey, ich habe geschossen. Ey! Nicht so viel. Das ist ja fast so wie im My Club-Modus, nur nicht ganz so viel Rage. Komm. Nina. Nina, was ist los, ey? Gleich was tun. Nächsten Ausball möchte ich wechseln. Das geht ja gar nicht hier. Robi kommt rein, Bernard. Hier vorne rein. Gleich vorne was. Ihn kommt auch raus. Gefällt mir nicht, was er bis jetzt da vorne gezeigt hat. Nein, ich habe R drauf gedrückt und jetzt ist der Ball im Aus. Jetzt wechseln wir wenigstens. Okay. So, eine Ecke jetzt gegen uns reinkriegen. Voltini, auf dich ist immer Verlass. Rubi, komm, du bist schneller, Mann, du musst Druck machen am Ball. Der Mann, komm. Nein, kein Gegentor. Konterfahren. Du bist schnell. Kann dich keiner einholen. Komm, wir müssen über außen kommen. Nein, ich habe doch gespielt. Tödlich. Ach komm, das war doch kein Foul, Schiri. Was ist denn da los? Oh, oh.
Gibt's doch gar nicht, ey. Leute, ich will nicht das zweite Unentschieden hintereinander. Wir müssen das Siegtor noch machen. Ja, komm hin! Ja! Weiter, weiter, Werner! Ja! Springt vor die Füße. Jetzt geh ab, alleine aufs Tor zu, du bist heiß. Komm, 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 komm. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht, körperlich kann er sich nicht durchsetzen. Da sieht man mal, wie wichtig Körper in diesem Spiel ist. Nein, Ina, komm, hol dir. Hab ja gesehen, der Körper ist so wichtig. Nee. Ey! Da hab ich gar nicht hingepasst, Mann! Boah! Pickford, mein Captain, Mann, hält im entscheidenden Moment den Ball! Komm, 84. Leute, ey, wir müssen das Ding noch machen. Guckt euch das an. Da stellt er clever den Körper rein, passt den Ball und jetzt, bam, mit der rechten Faust! Lenkt er den Ball drüber. Das ist mein Captain, Jungs. Er pusht sich nochmal richtig. Ja, sollten wir echt hier jetzt unten. Eine richtige Enttäuschung, Leute. So, Robi, du bist doch noch neu. Du bist noch frisch. Komm, komm, jetzt in der letzten Minute. Komm, 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 komm. Oh Mann, 40 Sekunden. Letzter Angriff, Leute. Ich bin echt aufgeregt. Noch mal einmal konzentriert spielen jetzt. Nein! Oh. Er lässt ihn nicht zu. Ey, komm, 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 noch drauf. Ah, 0-0 gegen Southampton, das ist zu wenig. Ah, das ist einfach zu wenig, meine PES-Freunde. Das gibt's doch gar nicht. Das reicht nicht. 5-0. Null Schüsse aufs Tor gebracht. Ja, dann habe ich es auch nicht verdient. Dann habe ich es auch nicht verdient. Müssen wir gucken, wo wir in der Tabelle stehen. Oh, oh, oh. 2 Punkte schon Rückstand auf Liverpool auf den ersten. Ne? Oben die üblichen Verdächtigen. Ober Chelsea abgeschlagen. Ja, 11 Punkte. Ey, ich brauche einen richtig Sieg gegen einen von oben, Leute. Wir gucken mal. Vielleicht machen wir einfach noch ein Game. Oh, Europa League. Europa League Modus, Leute. Europa League Modus steht an. Was gibt es denn da oben zu melden? Im Trainerbüro. Nachrichten. Scouting-Ergebnisse. Ich habe den Bericht zur jüngsten Scouting-Ergebnisse gekriegt. 2 für sie interessante Spieler finden. Unter Teammanagement Verhandlung Scouting. Okay, alles klar. Ja, durch mehr Spielpraxis werde ich den Key noch weiterentwickeln. Das steht fest. Was gibt es noch im Trainerbüro? Trainerkarriere. Lieblingsspieler registriert. Ja, sicher. Sind hier meine Lieblingsspieler aus meiner Mannschaft. Nice, das haben sie ja cool gemacht irgendwie, ne? Oder? Auch da im Hintergrund. Stadionatmosphäre. Wow. Mega fett. Scouting, okay. Das sind die, die diese für mich gefunden haben. Diesen Pedro Mendes, den habe ich doch schon mal gescoutet, oder nicht? Ah, Ju, ne?
Amaya, wer ist das denn? Mal anschauen hier. Starker Mann fürs zentrale Mittelfeld. Ja, aus Rom. Das ist hier Veretout. Meier. RA. RA brauche ich nicht. Ayu. Aber den finde ich interessant hier. Muss ich echt mal sagen. Ausgeglichener Spieler, sowas brauche ich. Ich will auch mal einen ausleihen. Ich probiere den mal aus, Leute. Ja, unsere Erfolgschancen stehen gut. Dann lassen wir es doch so. Wir lassen das mal so. Kaufoption. Warten auf offizielle Antwort. Ich habe mich doch schon voll reingefuchst, Leute. Ich bin ja voll der Meisterliga-Player hier, oder nicht? Geiler Modus. Was heißt eigentlich jetzt Gehaltsbudget 1.635.000? Also ich kann Transferbudget, ich kann mega viele Player holen, aber ich kann nicht viel Gehalt bezahlen. Ich kann einem höchstens noch 1 Million bezahlen, ne? Ich muss da immer zusehen, dass das Gehaltsbudget auf jeden Fall im Plus ist, ne, Leute, weil sonst haben wir, glaube ich, ein Problem, oder? Ich muss hier allerdings jetzt auch mal zusehen, dass ich noch einen Torwart verpflichte, oder? Ich meine, wo ist mein Kader? Habe ich überhaupt einen zweiten Torwart jetzt am Start? Ja, was ist denn mit meinem? Habe ich ja noch. Wir müssen auf jeden Fall einen zweiten Torwart auch irgendwann verpflichten. Das ist einfach so. So, Scouting, genau, das haben wir ja gehabt. Aber da weiß ich nicht. Icon, Leute. Mendes. Körperkontakt natürlich 93, ne? Köpfen 85. Ist ein sehr, sehr langsamer Spieler, aber hat gute Werte. Ginola natürlich, der Ex-Nürnberger ist das, glaube ich, ne? Naja, ich habe aber Bock, jetzt doch noch mal ein Game zu machen. Leute, wir machen jetzt Europa League-Spiel. Haben wir da nicht schon im Hinspiel gegen gespielt? Nee, ist es ja auch so eine Art Liga, stimmt. So, da gucken wir mal, wie meine Mannschaft drauf ist. Das gibt's doch nicht. Pickford, was ist mit dir los? Und ich habe schon wieder keinen Torwart. Wo ist denn eigentlich mein Torwart, Leute? Warum ist mein Torwart nicht dabei? Muss ich den irgendwie, das könnt ihr mir auch mal erklären in den Kommentaren, wie ich den in meine Kaderliste tue hier. Ach, da ist er ja. Ach, er ist auch schlecht drauf. Ach, da sind ja alle. Okay, 73, Tosun, geht mal für Keane rein. Keane kommt von der Bank. Wir nehmen alle mit hier. Mittelstürmer mitnehmen. Und Robi kommt jetzt auch mal ins offensive Mittelfeld rein. Centurion, der kann natürlich auch mitmachen. Bernard ist natürlich auch noch am Start. Kann auch nicht zu viele mitnehmen, Leute. Aber was ist mit Montero, den haben wir noch gar nicht spielen lassen. Was ist mit Bernard, Leute? Ja. Aber ich vermisse. Ne, Wolkott spielt. Lass das mal so. Aber ich muss echt sagen, was ist eigentlich mit der Kondition? Wie steigert man die Kondition oder wie füllt die sich auf? Das könnt ihr mir auch mal erklären im Meisterliga-Modus. Das weiß ich nämlich auch nicht, Leute. Das weiß ich nämlich auch nicht. Also was wir jetzt auf jeden Fall mal einstellen ist Zocken auf Wolcott. Der geht dann schön ab. Spielrotation, nee. Durch die Mitte ist Tosun Kopfball stark, Leute. Köpfen 84, geht klar eigentlich, ne? Komm, versuchen wir mal durch die Mitte. Dann mal einen Kopfball. Stadion können wir uns nicht auswählen, können wir nur hier Sommer klar.
Aber Trikots, vielleicht mal einen anderen Trikotspiel, Leute. Wir haben ja ein paar am Start. Kann ich ja. Trikots werden nicht geladen. Nice. So. Sagen, auf geht's. Ja, Leute, eben ein 0-0. Mal gucken, ob ich jetzt mich auch so schwer tue im Pokalwettbewerb, im Europapokal. In der Europa League. Auch geil reingepatcht jetzt natürlich. Mit dem richtigen Pokal. Fangen wir mal an. Gucken, wie sie sich steuern lassen. Oh, Walcott, Junge, du kannst nicht mit so einem Ballverlust ins Spiel gehen. Du kannst doch nicht mit so einem Ballverlust ins Spiel gehen, Richarlison. Den Namen. Richarlison, ne? Richarlison habt ihr mal gesagt, oder? Richarlison. Richarlison. Könnt ihr auch mal in die Kommentare hauen. Wie würdet ihr das aussprechen? Alles in die Kommentare und ich nerve euch heute auch mit den Kommentaren hauen. Läuft voll rein, ihr kennt es auch. Kennt diese Bewegung auch aus My Club. Ich bin heute ein bisschen heiser, Leute. Ich habe beim Training heute ganz schön rumgeschrien. Meine Männer über den ganzen Platz geschickt. Lauft! Haben heute ordentlich was gemacht. Dienstag ist immer so der Tag, wo ich ordentlich was im konditionellen Bereich mache und ein bisschen intensiver trainiere. Kenne ich so von früher. Haben wir immer so gemacht, selber noch viel aktiver war. Wir brauchen echt einen Star. Wir brauchen einen Star im Mittelfeld. Das steht fest. Auf Dauer brauchen wir einen Star im Mittelfeld, Leute. Das ist ein hartnäckiger Gegner hier, Leute. Kitaka hier gerade. Oh, die dann genau in die Arme. Mann, 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 Mann. Jetzt muss hier was passieren. Die spielen wieder defensiv, seht ihr das? Von der Ausrichtung her defensiv. Jetzt schick ich ihn in den Lauf. Das ist ein Foul, ich brauche einen Freischuss mit Ding hier. Bin ganz schön dran. Oh, genauer spielen. Über außen. Auf los da. Das sind echt gut auf. Leute, es ist nicht so easy hier. Ich kann keine Meisterliga-Tore schießen. In dir, komm. Auf den Tuso jetzt. Ach, Verlängerungsmodus. Können Sie dich durchsetzen, der Stürmer? Gleich raus zur Halbzeit, oder? Komm, 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 komm. Wir haben von... Nein, schon vorher drauf gedrückt. Robert ist da. Pickford, was machst du denn, Alter? Nimm den Ball in die Hand. Ruhig weg, Leute. Was ist denn mein Team jetzt so aufgeregt? Richtig nervös. Ja, in der Europa League ist natürlich so. Man steht im Rampenlicht, ja. Das Ganze wird im TV übertragen. Es ist, ja, es ist einfach was anderes für meine junge, unerfahrene Everton-Truppe hier. Ah, das sieht schon besser aus. Komm nicht durch, Leute. Ich komm nicht durch. Das
müssen sie zum Fehlpass zwingen. Wir müssen sie zum Fehlpass zwingen. Ja, ja, jetzt drauf. Druck, 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 druck. Das gibt's nicht. Die befreien sich trotzdem. Mein... Mina ist auch nicht auf der Höhe. Leute, ey. Zerfahrenes Spiel hier gerade. Hier, komm. Geh da nach vor. Benutzt mich. Ich hab da nicht hingepasst. Außen lang gespielt. Bitte, ey. Oder Halbzeit wird das niemals was? Gült. Ich spiele wieder den Ball hinten rum. Ja. Oh, was? Den habe ich nicht? Kommt nicht an den Ball, man kennt es. Er bleibt stehen. Ich werde verkloppt hier, Leute. 0-0. Oh, Superstar, Leute. Geht doch nicht so viel, wie ich dachte. Das ist ganz schön schwer. Mann. Ihr könnt auf jeden Fall mal was dazu sagen, wie ihr so auf Superstar klarkommt. Ich versuche natürlich da vorne. Meine Güte, vielleicht muss ich den Keen mal auf Außen bringen, aber ich habe das Gefühl, ich muss irgendwas machen. Es muss was passieren. Wir müssen mal durchkommen. Wir müssen versuchen durchzukommen. Kann doch nicht wahr sein. Ich krieg noch nicht mal eine Flanke hin, Leute. Denn jetzt. Alle mit dem Sprinter. Jetzt mal eine schöne Ecke. Reinzwirbeln. Ja. Oh, Keen macht den Ball rein, gerade reingekommen. Da musst du vielleicht das Ding auch mal versenken. Also ihr könnt auch auf jeden Fall mal was dazu sagen, Leute, ob ich diesen Modus öfter mal bringen soll, ob ihr Bock habt zu erfahren, wie es mit Everton hier weitergegangen ist. Dass wir, wenn wir schon keinen Stream machen über die Meisterliga, wird es natürlich auch mal geben, Leute. Das ist klar im Laufe der Saison. Aber wenn ihr dieses Format auch mögt, dass ich mal meine Spiele zeige gegen CPU. Geh hin da! Nö. Pickford! Oh, nein! Jetzt kassiere ich auch noch, Leute. Jetzt kassiere ich auch noch. Was ist das denn? Die Mannschaft am Boden, am Tiefpunkt angekommen, Leute. Ich brauche echt stärkere Spieler, ne? Sonst komme ich, glaube ich, nicht klar. Und taktisch was. Und da habe ich so einen schlechten. Ja, das kann man auch nicht machen. Durch die Mitte schalten wir aus. Gegenpressing. Gucken wir auch auf den OMF. Her. Also ich muss echt sagen, wir haben ja vorne echt gute Leute hier. Der Tosin kann mal rausgehen auf jeden Fall noch. Aber ansonsten Platz anbringen, klar. Aber Leute, das ist hier kein Zuckerschlecken. Ja, Europa League. Jetzt schalten die auf ganz defensiv. Ich krieg zu viel. Das macht ja Bock. Rutscht auch noch raus. Oh nein, die spielen hinten rum. Ich weiß es nicht, auf Zeit schon in der 60. Ich habe gesagt, wir spielen. Okay.
Was für ein Glückstor! Nice! Geil! Calvert-Lewin, wer hat ihn gebracht, Leute? Gerade eingewechselt! Nice, Alter! Feier dich, mein Freund! Ey, geil! Gerade eingewechselt. Gucken wir uns an. Da läuft er gut in den Raum rein. Keen, erst macht er den zu großen Bogen, dann sieht er in dem Rückweg den Calvin. Abgefälschtes Ding, der Torwart kommt nicht mehr dran. Gucken wir uns nochmal an. Schön gesehen, schön zurückgelegt. Da kriegt er den noch an den Schienbeinschoner. Eins, Leute, wir müssen uns pushen. Komm, ich bin gespannt, ob der Gegner jetzt... Oh, der Gegner macht auf. Der Gegner macht ein bisschen auf, das ist nice. Die wollen wahrscheinlich... Wahrscheinlich reicht denen das nicht. Die wollen auch mehr holen. Ja, ja. Volkert, komm. Nein. Alter. Wir müssen Momentum ausnutzen. Hier, bestimmt haben wir jetzt ein bisschen Übergewicht. Läuft so. Nein. Er läuft erst und dann läuft er doch nicht. Und du bist gut drauf. Nein. Weiter geht's, komm. Jetzt, Leute. Konzentriert bleiben. André, komm, es kommt. Entscheiden. Nein, nicht zurückspielen, Alter. Da spiele ich doch den Ball nicht hin. Ich hätte solche strangen Momente auch. Nein. Ne, Sigurdsson nimmt den Ball nicht an. Ich will ihn nur nicht mit dem Kopf machen, Mann. Mach den nur mit dem Fuß rein. Hey. Concentration jetzt. Kriegt er durch. Nein, nicht dahin. Ich hab ihn weggeschlossen. Das ist ja teilweise das gleiche, was man im MyClub erlebt hier, ey. Das ist krass. Zu Troppers. Wir müssen. Oh, was? Ey, was? Was war jetzt? Was pfeift der? Was pfeift der? Was pfeift der? Leute, war das jetzt ein Foulspiel von mir oder was? Ich schieb ihn doch nur weg. Nee. Nicht deren Ernst. Ich bin größer, muss das so. Oh. Gehen sie auf Zeit hinten rum. Ein Angriff noch, nein, ein Angriff für die noch. Geben wir den Ball uns aus, Junge. Leute, wie anstrengend, ey. 0-0 und 1-1. Oh, ich muss sagen, das ist echt fordernd. Also, Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Wir brauchen echt bessere Spieler, glaube ich, hier zu bestehen. Hat mir sehr, sehr Bock gemacht, der Modus. Ich glaube, dieses Format sollte ich öfter bringen. Wie gesagt, Leute, schreibt es mal in die Kommentare rein.
Gibt es hier so eine Art Europa League-Tabelle auch? Das würde mich mal interessieren. Mich auf jeden Fall mal interessieren. Haben wir da eine Europa League-Tabelle? Um Phase 2, ja, hier sieht man es ja. Da muss es ja auch irgendwie eine Tabelle geben. Ach so. Ja, wir sind mit 4 Punkten auf jeden Fall Zweiter. Getafe ist Erster. Okay. Haben wir noch gute Chancen, uns zu qualifizieren. Das ist nice. Also, es sieht nicht so schlecht aus insgesamt. Auch in der Europa League nicht. In der Liga, ja, müssen wir einfach weitermachen. Nächstes Spiel haben wir gegen. Wer ist das? So, jetzt müssen wir gegen Wolverhampton Wanderers. Okay. Ja, so komme ich so langsam hier in dem Modus klar, Leute. Ihr merkt es, das ist echt schwer ist für mich, da durchzufinden, wenn ich so lange nicht Meisterliga gezockt habe. Was? Wieso hat er denn jetzt dieses Angebot abgelegt? Da passte doch alles. Hä? Da passte doch alles. Sigurdsson, vielleicht muss ich ihn verkaufen. Top 11 des Monats wurde bekannt gegeben. Monatlicher Trainingsbericht. Steigen auch die Werte von Spielern, das ist nice. Oh, Derby gegen Liverpool. Alter Schwede, was steht hier alles an? Richtig nice, FA Cup und so weiter. Geil, Leute. Also, die nächsten Wochen geht es hier richtig zur Sache. Das ist heftig. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja. Ja, ich hoffe, euch hat es interessiert. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, Leute. Wenn ich das öfter bringen soll, dieses Format, wie gesagt, in die Kommentare rein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gerne den Daumen nach oben da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder Livestream wieder. Ach, macht's gut, meine lieben Meisterliga-Freunde, ne? Aber natürlich auch PES-Freunde, die vielleicht jetzt hier mal reingeschnuppert haben. Bis dann, macht's gut, euer Chris Cross. Ciao, Sinn!